Willkommen zurück bei Atlas Fallen und wir wollen das zweite Licht ausknipsen. Dann machen wir das doch mal. Hallöchen, knipsen wir das zweite Licht aus. Kommen wir noch Gegner? Wahrscheinlich, ne? Dein Kampf ist vergeblich. Und dein Ende unausweichlich. Komm, lass uns das beenden. Ein bisschen was. Aua. So. Dann machen wir mal. Krieg ich so wenig Momentum? Hä? Warum will ich denn so unfassbar viel Momentum? Was? Ja, jetzt stirb endlich. Oh, ich sollte mal mich heilen. Ach, wirklich jetzt? Ja, klar, genau in dem Moment kommen dann neue Leute, oder was? Klar. Kann ich jetzt bitte mal... Ey, sind jetzt wieder neue Leute oder was? Oh cool. Ey! Dude! You're annoying me. Hä? Hallo? Stop it! Was passiert hier? Ich krieg kein Momentum aufgebaut, nichts. Feind ist fast am Boden. Zerschmettere ihn. Das war erst der erste, oder was? Ja, klar. Was war das? Aua.
Aua. Stop it. Okay, versuchen wir es. Müsste es mal eben irgendwie. So gut es geht. Ich weiß nicht, was hier gerade passiert, aber Hauptsache im besten Fall kriege ich den jetzt irgendwie down. Dankeschön. Was ist das? Sehen wir erklären. Okay, ja. Gut, das hat mir auf jeden Fall ein bisschen was an Zaff gebracht. War aber jetzt auch nicht ganz ohne. Telos Barriere ist zusammengebrochen. Wir müssen es schaffen. Alle zählen auf uns. Gut. Dann schaffen wir das doch mal. Also, als erstes würde ich gerne meine Rüstung verbessern. Die kann ich nämlich jetzt auf 11 bringen. Danke dafür. Und da die jetzt Maximum ist, ich krieg noch eine neue Rüstung, werde ich jetzt auch, können wir eben speichern von mir aus, werde ich jetzt das restliche Zeug, was ich habe, noch aufleveln. Und zwar angefangen hiermit. So. Die sind alle verbessert. Es fehlt jetzt nur noch eine Wasserdanie und theoretische Essenz. Die Wasserdanie wäre schon ganz cool. Ja, die Wasserdanie wäre schon ganz cool. Muss ich ganz ehrlich gestehen, die Wasserdanie wäre schon ganz cool. Dahlia, wie auch immer. Wasser, Wasser. Das Wasserding, Mann. Ihr wisst schon. Falls ihr euch jetzt fragt, hä, wo zum Teufel teleportierst du dich denn jetzt hier hin? Hier ist Wasser. Und ich glaube, da sollte ich das Zeug gut bekommen. So meine Hoffnung. Ja. Mein 2, 3. Mein 3 Stück. Das reicht, sollte erstmal, glaube ich, für das Ding reichen. Für das erste Set. Ja, gut, jetzt brauche ich noch 400 Essenz. Die 400 Essenz kriege ich ja wohl auch noch hin.
Dieser unglückliche Narrläufer. Naja, wir kennen sein Schicksal bereits. Okay. Optional von ihrer Kendra, das werden wir jetzt gleich machen. Ganz kurz irgendwo, da ist ein Gegner. Komm her. Komm zu mir. Was ich witzig finde, irgendwie sind die jetzt auch Level 8, obwohl die vorher ein niedriges Level haben. Passen die sich mir an? Scheinbar, ne? Soll das jetzt hier? Warum kommen jetzt hier so viele? Das war nicht mein Plan. So, reicht auch. Da oben müsste der Amboss sein, glaube ich. Wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Oder nicht? Doch. Ich müsste hier oben. Der Amboss sein. Was soll das? Dann komme ich da jetzt nicht hoch. Was ist jetzt euer Ernst? Dankeschön. Genau. Verbessern. Und ich kann es sogar noch mal verbessern. Was cool ist. Aber dafür brauche ich jetzt erstmal wieder Essenzzeug. Und so, ja. Wir schnell reisen. Wieder zurück zu. Nein. Ja. Zu Kendra. Ich nur kurz gucken, wo Kendra. Ja, hier vorne müsste sie sein. Die gute Nachricht ist, du wirst es schaffen. Ich wünschte. Oh, du hast es geschafft. Nee, was? Vielleicht kannst du uns aus diesem. Hä? Wo ist Kendra hin? Ach, Kendra, die. Ach so, die sind vorgerückt. Ah. Ja, gut. Okay, das war mir natürlich jetzt nicht bewusst. Aber okay. Dann speichere ich hier nochmal und dann. Ja. Dann laufe ich. Ist das alles wert? Da wohl hin. Wir könnten sterben. Marodeur Level 9 brauche ich jetzt nicht zwingend.
Wohin will mich das hier führen? Da oben, ist das da Morat? Da oben ist ein Typ. Glaubst du, also da oben, da rot. In diesem Auge, in diesem Kreis, da ist ein Typ. Ich habe das vorher nicht gesehen, dass das ein Typ sein soll. Gut, dass du hier bist. Kann ich bei irgendetwas helfen? Wir konnten diesen Außenposten kaum einnehmen. Wenn wir ihn behalten wollen, müssen die Phantome verschwinden. Zwischen uns und dem Wächter steht eine tödliche Bestie. Wenn du dich um diesen Feind kümmern könntest, wären unsere Erfolgschancen viel höher. Um die habe ich mich schon gekümmert. Oh, das ist hervorragend. Wow, okay. Wenn ein aktiver Stein verwendet wird, wird auch für 10 Sekunden automatisch Momentum generiert. Cool. Ja, ganz viel nettes Zeug und so, aber das haben wir alles schon gemacht. Das Ende ist nah. Ja, wir haben die Schutzvorrichtungen ausgeschaltet. Vielen Dank. Ich wollte Valerie ehren. Bevor die Hölle losbricht. Würdest du dich uns anschließen? Lass uns die Gefallenen ehren. Wir sind hier versammelt, um das Andenken einer großen Kriegerin und Gelehrten zu ehren. Meiner Schwester, Valerie Aquila Tash. Sie war eine Frau des Glaubens. An ihre Sache. An ihre Freunde und ihre Familie. An die Macht der unsichtbaren Dinge. Ihre Leidenschaft brannte am Ende für den Gauntlet. Sie glaubte daran, auch wenn andere es nicht taten. Sie hatte recht. Und sie ist der Grund dafür, dass wir an der Schwelle zum Sieg über die Tyrannei stehen. Du warst die Beste von uns. Ich danke dir, Schwester. Lebe wohl. Es hat ihr gefallen, wie das Meer heute Abend aussieht. Wenigstens hat sie es gesehen. Das kann nicht jeder. Wir haben uns so lange versteckt, dass wir fast vergessen haben, was es da draußen in der Welt gibt. So viele Menschen sind gestorben. Jetzt müssen wir dafür sorgen, dass es nicht umsonst war. Dies ist eine neue Ära für die Ritter von Bastengar. Und diese Ära hat einen Platz für dich, Arif. Du meinst das wirklich ernst? Ja. Hier geht es nicht um Vergebung. Es geht um unsere Zukunft. Ich danke dir. Aber zunächst müssen wir das beenden. Und du, ich konnte es nicht glauben. Aber du bist von uns allen der Beste. Und jetzt habe ich den Glauben. Du hast viele Gefährten verloren, aber du bist nicht allein. Wir werden hier bleiben und halten die Phantome in Schach. Der Rest liegt bei dir. Ich wünsche euch viel Glück, euch beiden. Ihr findet uns hier, wenn ihr fertig seid. Okay. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise. Sie war lang und anstrengend, aber wir werden die Welt verändern. Ich weiß es. Ich würde gerne etwas sagen. Es war... Ich meine, diese Reise war... Ist schon in Ordnung. Ich weiß. Danke, Trägerin des Gauntlets. Okay, dokay. Ist hier noch irgendwo ein Amboss? Die Ruhe vor dem Sturm. Wir leben oder sterben. Darauf habe ich jetzt echt keinen Nerv mehr. Ich habe keinen Nerv mehr auf diese scheiß
Ich zeige euch in eine Richtung, du läufst hinterher. Ich habe da, hab da gar keinen Nachbarn drauf. Schon bessere Zeiten gesehen. Wohin führt mich das hier, wenn ich fragen darf? Hoffentlich zu einem Amboss? Nein. Scheiße. I failed so hard. Aber da oben würde ich den Amboss sehen. Der Gott der Freiheit. Wird er besser sein? Das werden wir sehen. Irgendwo ein Amboss? Warum sehe ich hier nirgendwo ein Amboss? Was soll das? Warum ist hier nirgendwo ein Amboss? Markiere einige Orte auf unserer Karte. Nee, tue ich nicht. Menschen sind vergesslich. Ja, ja, klar. Kein Amboss für mich. Ich würde aber eigentlich, bevor wir den finalen Kampf einstarten, wenn das ja jetzt der finale Kampf sein sollte, hatte ich ja schon mal gedacht, würde ich eigentlich gerne nochmal, weiß ich nicht, speichern. Scheinbar wird es das aber nicht. Also, machen wir hier einen Cut. Und ich sage, wir sehen uns im Finale wieder. Bis dahin, viel Spaß mit Videos. Euer Hedi.